Sehr geehrte Zuschauer des YouTubes-Kanals, die ihr wahrscheinlich immer wieder zuhört, aber egal. Wir präsentieren Ihnen einen speziellen Gastgeber, der bei Driver TV vertreten ist, Mr. Driver TV. Ja, und nachdem ich gesagt habe, das zweite Mal soll er nicht machen, aber hey, er hört immer noch nicht auf mich, aber egal. Wir beginnen heute mit einem speziellen Special, den ich Ihnen für Sie vorgestellt oder generell gemacht habe. Und es wird Ihnen gefallen, denn wir feiern eine Automarke ihren Geburtstag. Und Sie werden wahrscheinlich raten, von welcher Automarke wir reden. Nein, wir reden von einer Automarke, die Sie wahrscheinlich schon seit langem nicht gehört haben. Nämlich, es geht um diese Automarke. Es geht um die italienische Supersportwagenmarke Di Tommaso. Wir feiern ihren 60-jähriges Jubiläum. Und was alles bei dieser Automarke so passiert ist, das werden Sie wahrscheinlich in unserer Geschichte sehr gut mithaben oder mitteilen. Oder je nachdem. Also merken Sie es im Kopf einfach. Oder Sie schreiben es auf. Das ist viel besser für Sie. Gut, beginnen wir mal. Beginnen wir mal mit unserer Geschichte mit dem Gründer des Unternehmens, also dem Gründer, der die Firma gegründet hat, nämlich Alejandro Di Tommaso. Er ist im Jahr 1928 in Buenos Aires in Argentinien geboren worden und ist ein Sohn von einem sozialistischen Minister von Juan Perón. Also ich lasse mal Politikgeschichte von dem Namen, ich lasse mal lieber. Und kam erst im Jahr 1955 nach Bologna in Italien. Von dort aus hatte er eine Idee, nämlich einen Sportwagen oder generell eine Ziel anzulocken, nämlich Rennsport zu machen. Er gründete im Jahr 1959 die Firma Di Tommaso und hatte sein Ziel, ihm Rennsport zu verfügen. Angefangen hatte er mit einer Automobilwerkstatt in Modena und finanziert wird es von seiner Ehefrau. Also lassen wir mal die ganzen Fakultäten. Anfangs konstruierte die Firma Rennwagen für die Formel 1 oder auch für andere Formula-Wagen. Und es waren recht gute Konstruktionen. Einige wurden von eigenen Werksteam eingesetzt und einige wurden an anderen Kundenteams verkauft. So könnte man schon bereits denken, so würde die Tommaso sich rausragen und sich langsam ein Monopol aufbauen. Doch leider ist es nicht so einfach, wie man es denkt. Denn sowohl man im Rennsport einfach angefangen hat, recht gute Rennwagen zu bauen, ist es leider gegenüber dem Konkurrenz wie Ferrari oder Lotus oder gegenüber den anderen eine recht schwere Sache. Denn nicht nur, dass die anderen ein größeres Budget haben zum Rennwagensport, also Rennwagenbau, sondern auch, dass sie auch ein größeres Team haben. Di Tommaso hat es leider nicht am Anfang. So muss man sich leider umentschieden. So entschied man sich, einen anderen Weg zu haben, nämlich anstatt Rennsportfahrzeuge zu bauen für den Rennsport, hat man sich gesagt, warum bauen wir nicht Straßensportwagen? Und tatsächlicherweise hat man im Jahr 1963 die Idee davon auch gehabt und so hat man eine Vision herausgestellt. Die Straßensportwagen, die Di Tommaso gerne bauen möchte, sollen ein Karosseriewerk von Gia haben und einen Ford-Motor haben, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Ford-Motoren ein bisschen günstiger als die teuren Sportwagenmotoren. Das Anfangsauto, was jemals auf der Straße gekommen ist, ist der 1964er bis 1967er Di Tommaso Vallelunga. Tut mal für den falschen Namensspruch. Anfang hatte mit einem 1,5 Liter Vierzylindermotor mit 105 PS einen gerade mal recht guten kleinen Eindruck. Denn auch wenn die Gia-Karosserie recht ungewöhnlich ist, so hat man sich mit dem Design recht viel Mühe gegeben, um das Auto recht schön behältlich zu haben. Doch im Jahr 1966 litt das Problem, dass man immer wieder aus und an die Produktion machen sollte. Und das war auch leider das Problem, was die Budget und an der Firma leidet. Deswegen hat man sich später in den nächsten Modellen was Besseres eingebildet. Der Nachfolgemodell erschien im Jahr 1966 als speziell präsentiertes Fahrzeug.
erst im Jahr 1967 wurde das Auto weitergebaut. Nämlich der 1967er bis 1971er Di Tommaso Mangusta. Und wenn man schon bereits denkt, was soll bitte dieses Fahrzeug darstellen? Es soll ein richtig starker Supersportwagen werden. Und Besonderheit ist jedoch auch der Motor, denn anstatt einen kleinen Vierzylinder-Motor zu machen oder zu haben, baut man mit Absicht und mit ganz voller Absicht einen 4,7 Liter V8 Motor von Ford, der grundsätzlich genommen 305 PS leistet. Und schon hat man bereits bemerkt, dass das Auto besser ist als der kleine andere Vorgänger. Denn es hat sich deutlich besser verkauft als der Vallelunga. Also die genaue Fahrzeugauswahl, also Fahrzeugstückzahl kann ich jetzt nicht genau sagen, aber man kann bereits schon sagen, es ist ein besserer Verkauf. Recht interessant, oder? Jetzt kommen wir zu einem Fahrzeug, das jeder wahrscheinlich kennen würde, vor allem den Namen. Nämlich das beste Fahrzeug der Firma, und zwar das beste, was wirklich auch von der Stückzahl sogar recht gut war. Und sogar für lange Zeit. Ein recht guter Rekord für die Firma. Nämlich es geht um die 1971er Di Tommaso Pantera. Und ihr werdet sicherlich merken, das Design hat sich komplett verändert gegenüber dem Vorgänger. Richtig, denn man hat sich deutlich mehr an Aerodynamik rangepasst und der Motor ist ein deutlich größerer Motor, ein 5,8 Liter V8 Motor mit 310 PS, der in den 90er wahrscheinlich mehr andere Leistung leistet. Und ironischerweise kann sich der Motor auch bei den anderen Varianten, vor allem auch bei dem GTS Variant, also dem 1981 Di Tommaso Pantera GTS oder auch bei dem GT4 Variante, den ich leider nicht als Bild habe, kann sich zum Beispiel auch der Motor richtig hoch leisten. Nämlich man kann ihn von 350 PS bis zu sogar 500 PS maximal hochpushen. Und zwar beim selben alten Motor. Kein Umbau, kein Wechsel vom anderen Motor, sondern einfach nur denselben Motor upgraden. Respektvoll. Und vor allem von 1971 bis 1993 dasselbe Fahrzeug mit demselben Technik. Es hat sich in den Jahren nichts getan. Die Verkaufszahlen waren bei 7.260. Das ist für einen Sportwagen, das sich in den mehr als 20 Jahren entwickelt hat, trotzdem viel. Die anderen Hersteller produzieren natürlich mehr Autos in wenigen Zeiten, aber für ein Fahrzeug, das lange Zeit bleibt und so trotzdem diese Zahl behält, trotzdem respektvoll. Das lag daran, dass die meisten Entwickler oder generell die Tommaso eine gute Bindung hat mit Lincoln in den USA, dass sie ein gutes Verkaufsnetzwerk haben. Und dadurch verkauft sie sich deutlich besser. Allerdings bricht es manchmal, aber da musste sich die Tommaso immer wieder mal andere Ideen überlegen, wie sie sich besser verkaufen. Zu den anderen Modellen, die leider nicht sehr bekannt sind und leider auch schwächere Verkaufszahlen haben, kann ich aber trotzdem was sagen. So hatte zum Beispiel Di Tommaso versucht, Maserati anzuknüpfen, nämlich mit dem 1971er bis 1988 gebauten Di Tommaso Deiuville, was man stark ansehen kann, dass es stark an den Maserati angelehnt ist. Und das Fahrzeug sah recht interessant aus, was die Italiener mit dem Design gemacht haben. Gut, das ist zum Beispiel der Deiuville. Ja, kann man dazu nicht sagen, eine recht silberne Limousine. Was aber recht interessant war, war auch der 1973er bis 1989er gebaute Di Tommaso Longchamp, ein Sportcoupé, der auch an einen Maserati angelehnt ist. Und ja, man kann dazu sagen, dass es wirklich stark an Maserati angelehnt ist. Und dass der sein Prinzip auch fast übernommen hätte. Und dass es in Rot lackiert ist. Und dass es so ein komischer Stren... Ach egal. Naja, in den späteren Jahren hatte auch Di Tommaso versucht, auch neue Sportwagen zu bauen. Doch die sahen recht komisch aus und die sahen nicht gerade schön aus. So hatte im Jahr 1993 bis 2004 den Tommaso Guarra gebaut. Ein Klappscheinwerferauto, das stark an seinem Vorbild Pantera ähneln sollte. Das Ungewöhnliche daran ist jedoch der Motor. Denn von 1993 bis 1998 gebautes Fahrzeug ist ein BMW V8 Motor vom Typ M60 B40 drinne.
Und das war eine recht kurze Kooperation mit BMW. Ab 1998 ist wieder ein Ford-Motor da drin. Ein V8-Motor, falls ihr fragt. Naja, was denn soll. Das Ding sieht auch recht komisch eingeschrumpft wie eine Ölsardine mit Büchse. Und ich sah das Fahrzeug überhaupt nicht so schön aus. Also nicht so wie das schöne Pantera. Gut, dann gehen wir mal zu einem anderen Sportwagen, der recht eine ungewöhnliche Beziehung hat. Nämlich der 2000 bis 2002 gebaute Dieter Massu Biguia. Ich kann es mal auch nicht aussprechen, das tut die Zunge weh. Und was ist daran so außergewöhnlich an diesem Fahrzeug? Es ist nicht an dem Design. Es ist nicht an dem Motor. Es ist an einer anderen Firmenbezeichnung. Denn das Fahrzeug wird nicht direkt von Dieter Massu gebaut, sondern wird von der Qualle Automobiles, oder ich weiß auch nicht, wie das genau zeichnet, und zwar mit einem Namen mit Mangusta gebaut. Und zu diesem Zeitpunkt ging das Unternehmen leider auch direkt insolvenz, wenn man direkt bemerkt, dass das Auto nicht sehr erfolgreich war. Und man merkt auch direkt, warum auch, mit dem komischen Namen. Also egal, gehen wir zum nächsten Thema. Wir sind zu einem Zeitpunkt gekommen, wo leider die Marke auch recht viele schwere Zeiten hatte. So ist zum Beispiel der Gründer im Jahr 2003 gestorben und so sollte eigentlich sein Sohn die Firma übernehmen. Aber es scheiterte kläglich, denn seine Firma RS Corsa sollte es im Leben lassen und scheiterte ganz viel wegen den hohen Kosten als auch wegen den hohen Verlustrate. Die italienische Regierung hatte auch darüber auch spekuliert, dass dadurch was Geld spekuliert übernommen wurde, einfach ohne dringend einfach viel Geld gewaschen wurde und deshalb im Jahr 2014 ging die Firma oder ging die Marke Dieter Massu insolvenz. Vorher wollte eine chinesische Firma es abkaufen, doch das wurde lediglich abgelehnt. Was daran lag, dass die Marke auch leider keinen Wert mehr danach hatte. Schade. Nach der Insolvenz der Marke hatte eine italienische Firma eine Idee gehabt, nämlich das Design vom Dieter Massu Pantera oder den Umbau, also den geplanten Bau, ein Inspirationsdesign zu verschicken. Und so hatte die Firma Ares Design ein schönes Konzept veröffentlicht und dann wirklich in Realität umgesetzt, das man heute auch kaufen kann. Es geht um den 2019er kommende Dieter Massu Pantera Ares Design Project Panther Tuning 3. Was mit einem recht langen Namen recht viel Zungenbrecher brechen ließ und vieles andere. Doch man wird schon direkt merken, das gesamte Design, auch wenn das stark an dem früheren Dieter Massu Pantera angelehnt ist, wird man direkt sicherlich bemerken, dass diese Proportion irgendwie von einem anderen Auto stammt. Richtig, das Auto ist ja auch kein richtig komplettes neu entwickeltes Fahrzeug, es ist dasselbe Umbauprinzip. Nämlich, es ist eine Karosseriefirma, die sich um einen Umbau des Fahrzeugs beschäftigt hat. Wer zum Beispiel jetzt denkt, von welchem Fahrzeug wir reden? Nein, wir reden nicht von einem Ford, sondern wir reden von einem Lamborghini Huracan. Denn der Motor anstatt dem Ford V8, den man früheren Panteras gesehen hatte, werkelt ein VC-Motor von Lamborghini. Von einem Huracan, um genau zu sein. Und sicherlich wird man auch dem Innenraum sicherlich auch diese Ambiente auch erkennen. Was sich aber verändert hat gegenüber dem Huracan, ist aber die Aerodynamik-Designe. Denn Klappscheinwerfer haben gegenüber den normalen offenen Scheinwerfer mehr Vorteile als ganz gewöhnliche Scheinwerfer. Und sehen ungewöhnlich aus. Und tatsächlich soll das Auto wieder als Klappscheinwerferfahrzeug wieder zurückkommen. So hat man sich bei der Aerodynamiktheorie vieles über die Karosserie richtig vieles gemacht. Wer einen Huracan hat, der kann sich bei dieser Firma eigentlich vieles umbauen lassen. Also vielen Dank, Ares. Du hast wahrscheinlich höchstens die Marke ein bisschen leben lassen, auch wenn das designtechnisch aussieht.
Und wir sind jetzt auf einmal zu einer guten Nachricht gekommen, denn die Tomasse kommt wieder zurück, und zwar mit einem recht interessanten Design. Nämlich einem Rennsportwagen-Design, das auf die Straße gehen soll. Es geht um den neu kommenden 2019er die Tomasse B72. Die P72 steht eigentlich für die Hubraumzahl des V8-Motor von Ford wieder. Und die 72 sollte auch für die Stückzahl kommen, denn es sollen nur 72 Autos gebaut werden. Schade, aber trotzdem gut, dass sie wieder da ist. Denn das Auto, wie man sehen kann, sieht nicht nur schön aus, sondern hat auch schön wieder mal die schönen alten Zeiten widerrufen lassen. Auch vor allem auch die Seitenlinie, die Heckansicht, als auch die schöne, also den schönen Innenraum. Und ja, das Ganze hier, was Dieter Masse jetzt wieder mal geleistet hat, ist wieder mal gute Arbeit. Tja Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch diese Special-Episode gefallen, denn ich musste mir auch ein paar Dinge wieder mal neu umbauen lassen und mir ein paar Dinge noch neu einfallen lassen. Und ich hoffe, ihr habt euch sicherlich gefallen und schreibt mir bitte in den Kommentaren, wie ihr es findet, und ich hoffe, ihr gebt mir ein Like dafür. Denn, naja, also wie schon gesagt, es macht mir schon Spaß, dass ich wieder mal Videos mache. Na egal, wir sehen uns nächstes Mal bei dem nächsten Special und bleibt immer dran und lasst euch nicht immer